Hey ho, zu einer neuen Ausgabe von NBA-Prognosen mit meiner Wenigkeit Radek Vegas und meinem Partner Christian Custodian von unserer Facebook-Seite Wett-Vorhersagen. Aufmerksame dabei mit mehr Content, mit mehr Videos und hoffentlich auch wieder richtigen Tipps heute bei NBA. Ja, wir versuchen uns diesmal ein bisschen kürzer zu halten als beim letzten Mal. Fangen wir gleich an mit dem ersten Spiel, Charlotte Hornets gegen Chicago Bulls. Ich muss zugeben, ich bin etwas raus aus der NBA, weil ich durch Olympia eigentlich gar nichts anderes mehr verfolgt habe. Also musst du hier sagen, wer gewinnt. Also hier würde ich sagen, die Charlotte Hornets scheinen Favorit zu sein. Die Charlotte Hornets wollen es auch nochmal wissen. Also erinnerst du dich vor Wochen, wie wir immer gesagt haben, meist überschätzte Team und die sind zu hoch gehandelt. Die Bulls sind ja mittlerweile auf dem Boden der Tatsachen. Ich glaube, dass die auch das ein oder andere Spiel mehr oder weniger freiwillig herschenken. Charlotte macht einen Playoff-Push, 4 Spiele in Folge gewonnen gegen 2 direkte potenzielle Konkurrenten um einen der letzteren oder einen der hinteren Playoff-Plätze, wobei Washington jetzt Vierter ist. Und davor haben sie auch gegen, ich glaube, Philadelphia war es gewonnen, bin mir jetzt nicht so sicher, auf jeden Fall gegen 2 Teams, die auf Playoff-Plätzen sind. Brooklyn. Ah, okay, Detroit. Detroit und Washington war es. Zwei Okay. souveräne Erfolge, man sieht es auch am Ergebnis und dementsprechend wird es auch einen 5. Sieg in Folge gehen gegen die Chicago Und Bulls. für die Die wäre es die Quote: fünfte Niederlage in Folge. Alle guten Dinge sind 5 für Ja. beide Teams. Da gibt es hier überhaupt eine Chance, dass die Bulls nicht abgeschossen werden? Ich meine, hier die Spread ist natürlich schon mega, 15,5. Sind die Hornets so viel besser? Nein. Also, plus Handicap auf die Bulls mit 15,5 kann man Ja, machen. kann man machen. Also ich glaube schon, dass Charlotte das gewinnen wird, aber ich denke auch, dass 4 Siege in Folge und jetzt kommen ausgerechnet die super schlechten Bulls daher. Die spielen zwar back to back, aber du kennst ja so meine Herangehensweise, wenn man einmal komplett vernichtet worden ist, am nächsten Tag kriegt man so einen Einlauf vom Trainer, dass man sich mehr anstrengt. Also mit 15 verliert Chicago nicht, aber Charlotte gewinnt es auch sehr, sehr sicher. Gut, dann, wenn du dich entscheiden müsstest, hast du noch einen Spread für die Leute? Mit wie vielen Punkten Vorsprung kann man Charlotte noch anspielen? Hier Ich wird es ja dann glaube, eher uninteressant. Bei einer Zweierquote oder so kriegst du minus 10,5. ja, das kannst fast nicht spielen und ich finde auch so eine 7er oder 8er Führung, wo du dann eine 1,5er, 1,4er Quote bekommst, lohnt sich nicht. Was ich ganz gerne anspiele, ist hier der Point Guard der gegnerischen Mannschaft Bulls? aus Sicht der Bulls. Das heißt, in dem Fall wird Kemba Walker definitiv ein Spiel über 25 Punkte machen, weil die Chicago Bulls können Scoring Point Guards nicht verteidigen. Über 25 Punkte. Wenn es die Wette gibt. Könnte man bestimmt finden irgendwo. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Cleveland Cavaliers gegen die Brooklyn Nets. Auch hier ähnliche Voraussetzungen und Quoten. Bei der Tabelle sieht es noch anders aus. Viel weiter auseinander ist das Spiel gerade, aber die Cavs haben gegen San Antonio verloren und auch gegen Washington. Die Nets hingegen haben jetzt gerade mal gegen Chicago gewonnen, was ja jetzt nicht so krass die Leistung war, wenn man die Spiele von Chicago in letzter Zeit anschaut. Haben aber zuvor 4 verloren mindestens. Also ja, was kann man hier noch Interessantes rausholen? Auch hier finde ich gerade aus der Handicap-Sicht es sehr interessant, auf Brooklyn zu gehen. Cleveland, ich bin mir nicht sicher, was die da abziehen. Klar ist Kevin Love, der zweitbeste Spieler der Cavs, noch verletzt. Und sie haben einige neue Spieler, die sie jetzt wirklich per System integrieren müssen. Die Anfangseuphorie mit hervorragenden Siegen gegen Boston und Oklahoma ist erstmal vorbei. Das gegen San Antonio war schon echt ganz, ganz großer Bullshit. Also ich habe das Spiel angeschaut, ich habe auf Cleveland gesetzt, aber da war keine Intensität, da war King James gegen den Rest der Welt. Das war enttäuschend, was Cleveland abgezogen hat und die werden das gegen Brooklyn schon gewinnen, aber ich tippe eher auf ein Gegurke und das bedeutet Brooklyn 15, 16 Punkte on top. Ich glaube nicht, dass die Cavs so hoch gewinnen.
Gut, das macht mir schon mal Mut für meine erste NBA Double Bet seit, glaube ich, 4 Wochen mindestens. Dann die Miami Heat gegen Philadelphia 76ers, oder? Ja. Ja, Das ist ein Kampf um Playoff-Platz 7 bzw. 8. beide Aber da geht es Teams nur um die müssen, Platzierung. da geht es nicht, ja, und für beide Teams geht es darum, aufzupassen, denn hinten ist Detroit, hinten ist Charlotte und da ist noch keiner sicher. Miami war vor nicht allzu langer Zeit auf Position 4, das war eine Überraschung. Das weiß ich Dann noch, haben ja. es, haben sie auch wieder die Spiele verloren, wo man denkt, die können sie wirklich nicht gewinnen. Und Philadelphia ist jetzt hier in dem Spiel leichter Außenseiter, was die Quoten angeht. Für mich gewinnt das Philadelphia aber ziemlich sicher. Ich glaube, die beiden Mannschaften haben schon in dieser Saison zweimal aufeinander getroffen. Kannst du das da irgendwo sehen? Ja, dann müssen wir hier schnell runterscrollen zu den Das. direkten Vergleichen. Knappes Spiel mit 2 Punkten für Philadelphia und nochmal 6 Punkte für Philadelphia. Also die sind eng beieinander. Man sieht es ja auch anhand der Quoten, dass es relativ gleich ist. Es schreit ja nahezu danach, dass du irgendwie sagst, das Spiel ist within 6 Points am Ende. Auch der Spread bin ich mal gespannt. Also hier die Gesamtzahl, wäre ich mal gespannt, wo die liegt. Ich denke, dass die 76ers von ihren Spielertypen den Heat nicht liegen, aber andersrum schon. Deshalb gewinnen die 76ers das mit 4 Punkten. Nice. Gratulation nach Philadelphia. Werde ich auf Und jeden Fall spielen. die Gesamtzahl, steht die irgendwo? Gesamtpunkte? Der Durchschnitt oder was? Nee, hier. Ah, beim Wetten. Ja, genau. Ja, genau. Oh, kann ich jetzt hier nicht machen. Gibt es nur Okay. diese Handicaps oder Double Chance, wobei das beim Basketball ja keinen Sinn macht. Das ist übrigens ganz interessant bei 1xBet. Da kannst du ja immer noch mal das Spiel setzen ohne oder mit Overtime und dann ist die Quote teilweise noch mal höher, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber die werden das auch nur deshalb machen, weil sie damit gewinnen Ja. sehen. Bei VulcanBet übrigens auch, weil da kannst du auf 1x oder 2 setzen, also mit Unentschieden. Und da sind Siegquoten beim Basketball damit sehr, sehr hoch. Also wenn du mal die Arschkarte ziehst und es geht in die Overtime, das ist wahrscheinlich in einem von wie vielen Spielen der Fall in der NBA? Ja, du tippst ja nur die, wo du dir sicher bist, dass die Ja, nicht in die Overtime gehen. Sonst wärst du normalerweise. ja blöd. Naja, keine Ahnung, auf was man alles tippt. Oft tippt man irgendwas, aber gut. Ist vielleicht ganz Ja, interessant. es geht um 206 Punkte übrigens. Das ist nicht spielbar, da kann alles passieren. Milwaukee gegen die Wizards. In 4 Stunden geht es schon los. Ebenfalls relativ ausgeglichen. Man könnte fast sagen, es ist eine Art Spitzenspiel im Osten. Ja, und das sind zwei Teams, die auch wieder relativ tabellarisch nahe beieinander sind. Nach dem letzten Spiel, ja, das hat, also die Bucks oder zu dem Zeitpunkt die Milwaukee Bucks für mich, denn sie haben gegen die Pelicans verloren und das habe ich nicht so erwartet. Die werden sich rehabilitieren und gegen Washington gewinnen. Das ist auch wieder ein Spiel, Washington seit jeher ohne John Wall, eigentlich ihren Starspieler, aber denen hat das mal sowas von gar nichts ausgemacht. Scheinbar im Gegenteil, Bradley Beal spielt ja eh eine Bombensaison, das habe ich ihm nicht zugetraut, dass der so konstant auf diesem hohen Niveau spielen kann. Sie sind jetzt Außenseiter mit ähnlichen Quoten übrigens wie die Pelicans, aber ich glaube, dadurch, dass die Bucks dort in der ersten Halbzeit wirklich dominiert haben, und Bradley Beal oder Washington keinen Spieler hat wie Anthony Davis, der im Alleingang quasi momentan die Pelicans am Leben hält, werden die Wisconsiner das Spiel gewinnen. Die Spiele bisher, erst am 15. Januar hat Milwaukee gewonnen mit 9 Punkten, am 7. Januar Milwaukee mit 7 Punkten und dann im November Washington mit 11 Punkten. Das waren die 3 Spiele bisher in dieser Saison.
Und du sagst, Milwaukee macht den dritten von vier Siegen. Und wie hoch oder wie eng wird das Spiel? Das wird auch wieder so ein eher knappes Spiel, aber ich glaube, dass das Milwaukee mit 5 oder 6 Punkten gewinnt. Okay, da lasse ich da mal die Finger davon. Mit den Wizards hatte ich sowieso immer ganz schlechte Erfahrungen. Wenn ich es gegen sie gesetzt habe, haben sie die anderen Teams meistens abgeschossen. Und wenn ich auf sie gesetzt habe, dann haben sie irgendwie verloren. Aber gut, auch interessant, weil wir gerade von Overtime gesprochen haben. Die Bucks in den letzten beiden Spielen sogar in der Overtime. Hier wäre es natürlich nicht so gut gewesen, auf einen direkten Bucks-Sieg zu wetten. Habe ich aber. Ja. Aber dadurch, dass sie eh verloren haben, hat es ja mich nicht so tangiert. Ja. Wo sind wir? Portland gegen Sacramento. Ah, hört sich wie ein klares Ding an. Die Quoten sagen auch, das ist ein No-Brainer, aber wetten drauf, was kann man denn da wetten? Dass man da halbwegs eine vernünftige Wette findet. Ist Sacramento für eine Überraschung gut? Sacramento müsste doch auch jetzt schon 10 Spiele in Folge oder so verloren haben. Ja. Das, Nee, sie haben ja. mal gegen Dallas gewonnen. Ausgerechnet gegen deine Dallas-Leute. Gegen Dallas, genau. Sacramento gegen Dallas. Portland wird das natürlich auch gewinnen, denn die haben Damian Lillard. Ich folge auf Facebook NBA Buzz, finde ich eine ganz coole Seite, viele News und dort kommen öfter so Lillard-Bilder mit Most Underappreciated Player of the NBA und das ist wahrscheinlich wirklich der Fall, denn Portland ist so eine Borderline-Mannschaft, die sind zu gut, um schlecht zu sein und zu schwach, um wirklich eine Gefahr darzustellen, einen tiefen Playoff-Run zu haben und es ist echt eine Wahnsinnsleistung, wo die in der Tabelle stehen und ich hoffe, die belohnen sich auch am Ende der Saison mit einem Playoff-Platz. Aber die Clippers kommen von hinten, Das ist eng, ja. die Jazz kommen von hinten und Sacramento wird jetzt den Lauf von Portland nicht stoppen. Aber der Spread und die Quote ist zu hoch, dadurch, dass die Blazers auch auswärts spielen, ne? Gut, Finger weg, Wette. Irgendwie gar nicht jetzt so die attraktiven Spiele, ne? Also das ist Ja, hätten wir unser Comeback uns schöner vorgestellt. ja relativ Übrigens, Fun unspektakulär. Fact, für die, die es nicht wussten, wir haben ein Schaltjahr 2018 und es gibt 28 Tage im Februar. Erzähle ich gerade Scheiße, weil wenn es kein Schaltjahr wäre, würde es 29 oder wenn es ein Schaltjahr wäre, würde es 29 geben. Naja, gut. Andere Wer weiß schon, wie Frage, viele Tage ein Februar hat? muss man im Februar eigentlich genauso viel Miete zahlen wie in den anderen Tagen? Das ist Monaten? eigentlich der Grund, warum Vermieter immer so viel Plus machen. Aber dafür kriegt man ja auch sein Gehalt. Auch ein Fun Fact, weil wir darüber gerade gesprochen haben. Leonhardsquelle oder St. Georgenquelle. Ja, Was ist es? warte, die St. Leonhardsquelle. Und ich habe gegen mir gegenüber ist so ein Benz Dio und nee, Dens Bio. Ich Ben hab, Stiel. ich mag Adelholz noch nicht. Und dann steht hier diese St. Leonhardsquelle. Und das Witzige ist, und ich glaube, das ist die pure Verarschung. Warte mal, jetzt muss ich wieder hier spiegelverkehrt. Es gibt drei Wasser von denen. Das eine ist die Lichtquelle für 1 Euro. Das zweite ist die Sonnenquelle für 1 Euro, keine Ahnung, 69. Und dann haben die noch die Mondquelle. So, die füllen das echt zu so total kranken Zeiten ab, sozusagen. Und verlangen dann dafür mehr Geld. Ah. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal lieber die goldene Mitte, weil die Lichtquelle muss echt scheiße sein, wenn die so viel günstiger ist als die Mondquelle. Und ich kann die Sonnenquelle empfehlen, aber nächstes Mal doch dann wieder irgendwie so, ja, anderes Wasser. Das ist auch Fun Fact, also wie drei Wasser, die aus meiner Sicht einfach nur zu drei verschiedenen Zeiten abgefüllt sind, Ja, wenn drei überhaupt, verschiedene Preise haben. wenn Ja, wenn überhaupt, einfach überhaupt, ein die anderes verarschen dich Etikett ja. drauf ist und sagen, wir brauchen drei Produkte. Damit das mittlere gekauft wird, brauchen wir ein billiges und ein hochpreisiges. Ja, guter Punkt. Und normalerweise Marketing. gibt es doch immer so Produkte wie von Kinder oder von Nestle oder so, die die Verarschungsprodukte des Jahres werden, weil die Milchschnitte gar keine Milch hat und so weiter. Aber für mich ist das Verarschungsprodukt des Jahres jetzt schon die St. Leonhardsquelle, auch wenn die bei uns direkt quasi vor der Tür steht.
Wo kommen die her? Aus St. Leonhard, wo ist das? Ich dachte, das ist, warte mal, lass mir jetzt nicht. Adelholzen, also bei Berchtesgaden oder was? Nee. Nee, Stephanskirchen. Werden Na, die Firma ist aus Rosenhain. Stephanskirchen. Ja, Was werden klar. die denn da für Quellen haben, bitte? Das sind nicht mal in den Bergen. Also, das ist ja Das wirklich schon eine ganz ausgefuchste Firma. Naja, gut, so viel zum Thema Wasser. Funny Fact. Kann hier Denver den Clippers das Wasser reichen? Ja. Ja. Jokic ist der Wahnsinn. Ich glaube, das ist der erste Spieler, der innerhalb von 20 Minuten oder innerhalb von 5 Minuten oder irgend so ein Triple-Double erreicht hat. Der Junge ist richtig jung, blöder Satz. Und ihr müsst mal unbedingt googeln, Jokic, sein Führerschein, da ist er so ein kleiner, nee, nicht Führerschein, Personalausweis, wo er noch so ein kleiner, etwas dicklicher Junge ist. Und wenn du ihn jetzt anschaust, mit seinen 2,20 Meter da, schon ein richtiger Koloss und der macht richtig Spaß und die Denver Nuggets machen generell Spaß und die haben sich auch wieder gefangen und die Clippers eigentlich auch, aber die Nuggets, die haben mich so überzeugt beim Sieg gegen die Spurs, zweimal sogar in Folge und auch gegen Milwaukee haben die da nichts anbrennen lassen Sind starke Teams, ja. und schau dir mal das Spiel gegen Houston an, ich habe auf Houston -4 gesetzt, aber schafft es erstmal so nah an Houston dran zu bleiben und So lange, vor allem mit so einem Score. Und die scoren ja immer haufenweise. Schau dir mal diese Punkte an von Denver. 123, 117, 134, 122. Ja, die treffen zurzeit ganz gut, haben anscheinend Dreier geübt im Training. das ist Gänsehaut, was du hier gerade sagst. Und Clippers treffen anscheinend auch. Das ist ja prädestiniert für eine Overwelle. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten, dass wir irgendwelche so Effekte dann mal einbauen können, solange synchronisiere ich das. Aber ja, also du meinst, das ist hier ein Highscoring-Game für den Expect-Index, der hier gerade angeschlagen hat. Ja, außer es ist halt irgendwie 240 Punkte oder so, der Ja. Score. Aber das schaue ich mal nebenbei. Und es ist. Und es ist. Hörst du mich noch? Wo ist es denn das Spiel? Ja, ich schaue immer bei Expect, weil dort werden wir diese Wette auch anbieten. Für alle, die sich bei Expect anmelden und dort noch kein Konto haben, über unseren Link, den wir dann unten in der Videobeschreibung haben und dann auf das Spiel Denver Clippers eine Wette abschließen, sofern die attraktiv ist. Das werden wir auch noch in die Videobeschreibung packen und auf YouTube in die Beschreibung. 229 Punkte. Ich Das ist finde, schon eine Hausnummer, oder? das ist eine Hausnummer, aber wir hatten einen Gänsehautmoment und Ja, man muss den Leuten auch was zurückgeben, meiner Meinung nach. Denn wir sind keine Gruppe, wo wir die Leute abkassieren und 25 € im Monat verlangen, damit die Leute dann mit unseren Tipps auch noch 500 € minus machen. So eine Gruppe kenne ich. Da bin ich auch leider Mitglied. Schlechte Erfahrung, will gar nicht drauf eingehen. Aber bei uns ist alles kostenlos. Wir machen vielleicht Gewinn und wenn es gut läuft, viel Gewinn. Und wenn es schlecht läuft, ein bisschen Minus, aber das kommt in den besten Familien vor. Aber wir haben jedenfalls eine gute Zeit und machen das alles ehrlich. Und wenn ihr euch dann bei Expect über unseren Link anmeldet, dann kriegen wir ein kleines Trinkgeld quasi von denen, dafür, dass wir denen neuen Spieler verschaffen. Auch wenn ihr da überhaupt nicht spielen wollt, schließt einfach eine Wette ab für 25 € auf die wir in unserem XBET-Tipps-Special posten. Und setzt 25 € drauf und gewinnt diese Wette mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Verdoppelt ihr dann euren Einsatz, könnt es wieder auscashen lassen, habt ein bisschen Kohle gemacht, habt uns die Provision gegönnt. Und wenn ihr die Wette verliert, soll nicht euer Schaden sein. Wir zahlen das aus unserer eigenen Tasche. Warum tun wir das? Weil wir so nette Menschen sind? Nein, weil wir natürlich eine Vermittlungsprovision von diesem Wettanbieter kriegen. Und weil wir so nette Leute sind. Und wenn ihr mit dieser Wette nicht gewinnt, dann finde ich, haben wir nicht diese Vermittlungsprovision verdient und geben sie dann euch. Also so ist eine Win-Win-Situation geschaffen. Wir wollen wetten, wir wollen, dass ihr mit uns die Wetten gewinnt. Und wir wollen nicht irgendwie 25 € im Monat dafür, dass wir dann irgendwie Scheißtipps abliefern und irgendwer was verliert. Also lange Rede, kurzer Sinn.
wenn das jetzt nicht als Argument gereicht hat, dann doch hoffentlich, dass Expect tatsächlich mit dem einzig wahren Testimonial-Verb Otto Rehhagel Boah. und damit der noch weiterhin Sponsoring-Geld bekommt, um sich und sein Gesicht zur Verfügung zu stellen, zahlt auf Expect ein, egal ob über unseren Link oder nicht. Lasst uns Otto Rehhagel, die lebende Nee, Mann, Legende, es macht ja keinen Sinn, wenn sich unterstützen. jemand bei denen anmeldet, ohne dass er das über unseren Link macht, weil so nötig hat es Otto Rehhagel nicht. Der Typ ist eine Legende. Der ist König von Griechenland, oder? Ein Rehakles, ein Ja. Gott. Und er Und hat von Bremen in ein und Kaiserslautern. Kurpfalz Kurgraf in der Pfalz, denn er hat als einziger einen Aufsteiger zum deutschen Meister gemacht mit Kaiserslautern 98. Also krassere Sachen hat wahrscheinlich noch nie ein Trainer geschafft. Gänsehaut. Ja, also deswegen finde ich das absolut nachvollziehbar, bei Expect die Wette über unseren Link abzuschließen und dann schauen wir mal, ob das wirklich dann so ein High-Scoring-Game von 229 Punkten wird zwischen den Nuggets und den Clippers. Ansonsten, ja, ist es vielleicht nur interessant, dass die Clippers das eng gestalten, dass man hier vielleicht nur auf den Spread geht, oder soll ich mich lieber an die zuvor genannten Bulls plus 15,5 und Philadelphia, nee, Brooklyn plus 15,5 halten? Ja, das machen wir. Und auf Philadelphia setzen wir auch und dann hier 29. Ich gehe das jetzt auch nochmal durch in unserer Facebook-Gruppe, da hier oben steht, warte, das spiegelverkehrt werde ich nicht kapieren. bit.ly/wett-vorhersagen, da posten wir jetzt auch nochmal gleich, was wir so spielen und dann wünsche ich euch eine gute Nacht im doppelten Sinne. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und in dem Fall war das Wort Schlusswort das Schlusswort, weil ich das letzte Wort haben musste. Verstehst du? Schlusswort.